Mahlzeit, Freunde, willkommen zum nächsten Lords Mobile Video hier auf dem Kanal. Community Gilde, wir werden heute ein Community Gilde Video machen. Es sind auch einige hier in die Community Gilde gekommen. Vorhin waren wir noch 16, jetzt sind wir schon 27 Leute. Ich weiß, die Uhrzeit ist nicht optimal mit 15.30 Uhr. Viele sind noch arbeiten oder kommen gerade von der Schule, schmeißen gerade den Grill an, müssen noch irgendetwas erledigen. Aber genau das ist der Grund, weil ich später um 17 Uhr auf jeden Fall den Grill anschmeißen werde bei diesem Wetter, kommt dieses Video leider dann halt ein bisschen früher. Aber wir werden solche Videos noch des Öfteren machen und da können dann auch die Leute dran teilnehmen, die jetzt keine Zeit hatten. Aber ein paar haben sich hier eingefunden und was ich heute mit euch machen möchte, ich werde die Fragen, die im Chat gestellt werden, beantworten. Vielleicht ist da auch die ein oder andere Frage dabei, die für euch interessant sein könnte. Dann werde ich ein paar Sets bewerten. Ihr könnt euch also auch mal ein paar Sets von anderen angucken. Gucken, wie die ihre Kriegsset aufbauen. Vielleicht auch Forschungstempo-Set, Voodoo-Sets, wie weit da einige sind. Vielleicht sehen wir ja hier ein paar sehr interessante Sets. Und zum Schluss werde ich dann ein paar Gilden vorstellen. Vielleicht ist da auch ein paar Gilden dabei, die für euch interessant sein könnten. Oder vielleicht ist eure Gilde ja sogar selber dabei. Das will ich heute mit euch machen. Nochmal kurz angeschnitten, was überhaupt der Plan ist mit dieser Community-Gilde. Mit dieser Community-Gilde will ich Events später organisieren. Das bedeutet, wir werden dann zusammen mal Angriffsabende machen, wo ihr einfach mal für ein paar Stunden hier in die Gilde kommt mit mir zusammen und wir in ein Königreich wechseln und dort angreifen gehen. Und ich dann vielleicht daraus ein Gewinnspiel mache, dass der an diesem Abend am meisten Kills geholt hat, der kriegt 50.000 Gems oder sowas. Solche Events natürlich auch in anderen Bereichen, sei es Gilden-Event, sei es kommende, zukünftige Events, die noch von Lords Mobile kommen und so weiter, will ich hier in der Gilde organisieren. Und das, ja, dafür ist die Gilde da. Sie ist keine dauerhafte Gilde, sondern einfach nur, wo wir uns mal immer für ein paar Stunden treffen. Und heute ist so, wir sehen der erste Test. Hier sind jetzt schon einige dabei und wir beginnen auch mal direkt. Ich habe die Fragen hier immer, beziehungsweise die Aussagen hier immer vorbereitet, damit ihr euch nicht das nervige Geklicke anhören müsst. Also, ich werde jetzt hier... Die Leute wissen schon Bescheid, im Chat posten, dass sie ihre Fragen stellen können. Und dann gehen wir mal auf ein paar Fragen von denen ein. Vielleicht ist ja auch die eine oder andere Frage dabei, die für euch interessant sein könnte. So, schauen wir mal, wer dann so am Start ist. Also erstmal begrüße ich hier natürlich die Leute. Schöne Grüße an dich, Janko. Schöne Grüße an dich, Heuleiser. Schöne Grüße an dich, Jonathan, Schattiger. Alle, die heute hier gerade in die Gilde gekommen sind. Schöne Grüße an dich, Jaro. Ich bin gespannt, was ihr für Fragen stellen werdet und bin auch gespannt auf eure Sets und worauf ich sehr gespannt bin, welche Gilden sich hier vorstellen, weil ich weiß ja jetzt gerade gar nicht, aus welchen Gilden ihr kommt. Und mal gucken, wer am Ende so ein bisschen seine Gilde vorstellen will. Ich habe hier auch so ein bisschen kurz gerade erklärt, was hier so die Regeln sind. Ich gehe natürlich jetzt auf die Fragen hier nur im Video ein, das heißt, ich werde jetzt nicht nervig irgendwas abtippen, sondern diejenigen, die jetzt hier ihre Frage stellen, werden dann auch erst hier im Videoformat ihre Antwort erhalten. Zusätzlich bei den Set-Bewertungen werde ich gleich nur auf Sets eingehen, die über 50 Millionen Macht haben. Der Grund dafür ist, dass darunter ist, macht es nicht wirklich Sinn. Man hat noch sehr, sehr viele Free-to-Play-Teile, wenn man überhaupt ein Kriegsset hat. Also ich würde heute auch so früh noch gar nicht ein Kriegsset schmieden, außer ihr seid eine Trap. Ich würde mich erstmal nur auf Bau- und Forschungstempo-Set konzentrieren. Deswegen macht es keinen Sinn, da jetzt irgendein Set zu bewerten von einem Spieler, der 11 Millionen Macht hat, weil der sich erstmal nur auf Forschung und Bauen konzentrieren sollte. So, dann werde ich zum Schluss, wie es auch hier erklärt ist, dann kurz auf die Gilden eingehen. So, schauen wir mal, ob jemand schon eine Frage gestellt hat. Also der Janko, schöne Grüße an dich. Wie kommt man am schnellsten Eisdrachenherzen? Da gibt es ganz klar eine ziemlich einfache Möglichkeit. Ist natürlich dann erst möglich, wenn man schon ein bisschen weiter im Spiel ist, aber die ist auf jeden Fall Free-to-Play, ziemlich einfach zu erreichen. Und zwar... Wenn Labyrinth gerade ist, dort Kriegerherzen sammelt. Es gibt mindestens alle 3 Monate einmal ein Special Event im Labyrinth, wo es dann Kriegerherzen gibt. Das wechselt sich natürlich immer ab, was für seltene Ausrüstungsteile es im Labyrinth gibt. Aber sehr oft sind da Kriegerherzen dabei. Und dort kann man dann ganz einfach seine vielleicht gesparten heiligen Sterne verwenden, um dort Kriegerherzen zu bekommen. Momentan kriegt man hier Jadekugeln, antike Blaupausen, glühende Augen und Greifenkerne. Ja, also das ist auf jeden Fall eine sehr gute Möglichkeit, Kriegerherzen zu bekommen. Ansonsten natürlich cashen, aber ich denke mal, das ist nicht mit der Frage gemeint. Und natürlich auch vielleicht gemeinsam mit der Gilde, wenn viele von euch das Eisdrachen-Großschwert hochziehen wollen und ihr noch eine Gilde seid, die ziemlich jung ist, vielleicht immer gerade, wenn der Eisdrache kommt, gemeinsam Monster jagen gehen.
ja, dass sie dann so Monsterangriffsabende macht. Aber ansonsten gibt es da keinen Geheimtipp, ja. Immer so gut wie möglich beim Gilden-Event abschließen, dass man dort da Eisdrachentruhen bekommt. Vielleicht immer dann nur Höllen-Events, die Höllen-Events machen, wo es Eisdrachentruhen gibt. Ich habe jetzt schon lange nicht mehr darauf geachtet, was ich so für Belohnungen bei den Höllen-Events kriege. Da gibt es doch noch Eisdrachentruhen, oder? Also ich achte da wirklich gar nicht mehr drauf. Also hier jetzt auf jeden Fall nicht. Aber ja, ihr wisst auf jeden Fall, was damit gemeint ist. Das sind so die Möglichkeiten, die man hat als Free-to-Play-Spieler. Für wie viel würdest du den Account von Wallbreaker verkaufen? Wenn man Accounts verkaufen dürfte, ja, das muss ich an der Stelle hier natürlich sagen, das ist verboten. Ich weiß es nicht, ja. Ich persönlich verkaufe den Account sowieso gar nicht, ja. Erstens, weil es verboten ist und zweitens, weil es nicht mein Account ist. Aber wie viel ist der wert? Das ist schwierig zu sagen. Die Accountpreise gehen immer weiter runter, weil die Spieler immer weiter voranschreiten. Das bedeutet, die Accounts werden immer besser. Und ja, mittlerweile ist eigentlich nur noch ein Account mit Champset wirklich was wert. Für alle anderen Accounts kriegt man auf jeden Fall schwierig einen vierstelligen Betrag noch. Das ist leider so. Außer man hat vielleicht ganz, ganz viele mystische Teile, ist Max Forschung, hat sehr, sehr viele goldene Payhelden. Aber so ein Account von Wallbreaker ist gar nicht mal so viel wert, wie man denkt. So. Hast du einen Tipp für ein Trap Gear für Spieler unter Level 60? Auch eine sehr gute Frage, Kenno. Ich schreibe hier mal kurz rein, dass ich, falls jemand die Regeln nicht verstanden habe, dass ich gerade die Fragen beantworte. Also, ich beantworte gerade die Fragen im Video. Nicht wundern, warum ich nicht schreibe. So, ist ja wie gesagt ein erster Test hier mit der Community-Gilde und da sind die Regeln noch nicht so ganz klar. Deswegen schreibe ich das mal hier rein, sonst denkt da noch der ein oder andere, ich würde ihn ignorieren. So, also hast du einen Tipp für ein Trap-Gear für Spieler unter Level 60? Das ist eine sehr gute Frage, also wir gehen das mal einmal ganz schnell durch. Ich habe zwar das schon in einem Baby-Trap-Video gemacht, ich verklicke mich hier andauernd. Also bei den Schuhen würde ich dir empfehlen, Bienenwabe zu nehmen. Ja, also wo ist sie hier? Die hier, Bienenwabe. Bei der Rüstung würde ich dir empfehlen, für eine Trap unter Level 60. Wo ist es denn hier? Rüstung des Abgrunds, ja, wegen Armeeangriff. Auch brauchst du nur Level 40. Bei dem Helm würde ich dir empfehlen, von Bonviante den Helm zu nehmen. Also den Free-to-Play-Helm, also Gesicht der Heiligen. Auch Level 40. So. Dann bei der Waffenhand, da kann ich dir empfehlen, da ist es ein bisschen schwieriger, da wäre es natürlich schon gut, wenn man Level 60 ist, aber hier kannst du auch das Feuer-Tomahawk nutzen, hier kannst du Falkenorkan benutzen, Giftstachel benutzen, ja, das sind alles Teile, die nicht schlecht sind, das mir sehr persönlich sehr gut gefällt, weil man ja auch mit einer Trap meistens in Infanterie-Phalanx deffen muss, da ist der Drachenbiss ganz gut, ja, da hat man nochmal zusätzlichen Infanterie-Boost und alle Einheiten bekommen nochmal einen Armeetreffer-Boost, also das sind so die Sachen, die ich dir dort empfehlen kann. Bei der Schildhand würde ich dir für eine Trap empfehlen, für eine Free-to-Play-Trap unter Level 60. Ich bin immer noch ein Fan vom Eisdrachenschild, auch wenn viele das nicht sind. Aber du kannst auch den Mondkrumm-Säbel benutzen, hast du sehr viele Armeetrefferpunkte dabei. Es gibt auch noch welche, die nutzen wegen auch Infanterie-Phalanx hier die Terrorklinge. Da musst du da mal gucken, wie du dich da entscheidest. Also ich bin immer noch ein Fan davon, auch wenn es Armeeverteidigung ist, aber trotzdem hier das Eisdrachenschild für eine Trap zu benutzen, hat bei mir immer sehr gut funktioniert. So, und ja, ganz klar bei den Accessoires, Inselrelik. Einfach dreimal Inselrelik reinballern, brauchst du nur Level 40. Das sind so die Sachen, die ich dir empfehlen würde. So, das sind jetzt schon wieder hier viel zu viele Fragen, die werde ich gar nicht alle schaffen. Welche Accessoires sollte man für sein Mixset einsetzen? Also wenn du nicht so viel Geld investieren willst, würde ich dir Angsttrommel, Terrorparfüm und ich bin gerade irgendwie perplex. Ich habe hier von der einen hier mit diesem ätzenden Gift, wie heißt es nochmal? Pestauchring, genau. Also Angsttrommel, Pestauchring und vielleicht ein Inselrelik oder ein Terrorparfüm. Diese Accessoires würde ich dir empfehlen, wenn du nicht so viel Geld investieren willst. Diese Accessoires kannst du auch free to play über einen längeren Zeitraum auf Blau
und Angsttrommel eigentlich sogar auch easy auf Lila, wenn nicht sogar auf Gold zu bekommen. Also das würde ich dir empfehlen. Wenn du Geld investierst, ist für ein Mixset sehr gut die brennende Rolle. Ansonsten, ja, wie gesagt, Pestauchring ist sehr, sehr gut. Wegen, der hat auch nochmal mehr Trefferpunkte und so weiter. Ja, ganz klar, Becher der Weisheit, aber das ist halt alles ziemlich teuer. So, müssen es Fragen zu Lords Mobile sein? Das war deine Frage. Nee, an sich eigentlich nicht, aber das wäre natürlich am interessantesten. So, die, also ganz klar, wenn wir das in Zukunft mal machen, könnt ihr auch selber eure Meinung zu den einzelnen Fragen stellen. Also hier der Jaro antwortet auf den Hawk hier. Er würde empfehlen, einen Becher der Weisheit, am besten zwei davon und eine Angsttrommel. Ist auch eine sehr gute Variante, aber das ist eine Variante, da muss man dann auch wirklich schon Geld investieren. Und hier liegt die Betonung auf muss. Weil zwei Becher der Weisheit auf Blau zu kriegen, free to play, da musst du schon einer von 10.000 sein, der richtig Glück hatte, dass er da ab und zu mal eine Gloriole auf Lila bekommen hat oder sogar auf Gold. Und das ist sehr unwahrscheinlich. Deswegen, für diese Kombination, die du hier wählst, muss man eigentlich cashen. Und wirklich muss. Kannst du ihn ja auch nach seiner Hemdgröße fragen. Ihr seid nett zueinander. So. Wenn man Full-Inf attackiert und die Chance hat, 10% Inf-Angriffe oder 10% Armee zu bekommen, was bringt mehr für Full-Inf? Oder ist beides das gleiche? Also man muss sagen, ich habe da nie selber Tests zu durchgeführt. Das ist eine sehr gute Frage und auch eine sehr, ja. Ja, die geht schon sehr ins Detail, die Frage. Viele sagen, dass es nicht dasselbe ist. Ich habe jetzt da noch keinen Test durchgeführt. Ich kann es nicht sagen. Für mich vom Sinn her, wenn man jetzt 10% Armeeangriff hat und 10% Infanterieangriff und man geht jetzt wirklich nur Full-Inf, macht es keinen Unterschied. Das ist so vom Sinn her. Ich kenne da aber den Algorithmus nicht. Das wäre vielleicht mal ein sehr interessantes Video. Wenn ihr Lust habt, dass wir dazu mal ein Video machen, gebt dem Video mal einen Daumen nach oben und schreibt es in die Kommentare. Das wäre doch mal ein geiler Test. Das könnten wir mal zusammen testen. Dasselbe kann man dann ja auch nochmal für Fernkampf und Cavalry testen. Ich meine, es wird wahrscheinlich dasselbe sein. Aber ob das wirklich keinen Unterschied macht, wenn man Full-Inf geht, ob man jetzt 300% Infanterieangriff und 50% Armeeangriff hat oder einfach nur 350% Infanterieangriff ohne 50% Armeeangriff nochmal dazu. Ob das keinen Unterschied macht, wenn man Full-Inf geht. Das wäre mal ein sehr interessanter Test, den man auch ziemlich einfach ausführen kann. Ja, schreibt es mir mal in die Kommentare, ob ihr darauf Bock habt. Glaubst du, dass IGG weiterhin stark in Richtung Pay-to-Play geht oder ob sie langsam merken, dass es vielen Spielern nicht passt und zukünftige Updates wieder weniger mehr für Free-to-Play sein werden? Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass sie sich in der Hinsicht ein bisschen bessern. Ich glaube, es werden definitiv noch Pay-to-Win-Updates kommen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht mehr ausschließlich Pay-to-Win-Updates geben wird oder zumindest nicht so stark wie in der Vergangenheit. Also, dass dann zum Beispiel in Zukunft irgendwann vielleicht Ende des Jahres mystische Juwelen kommen, also dass man die Juwelen auch noch auf den mystischen Grad ziehen kann, nicht nur Gold, aber dass dann zusätzlich auch noch 2-3 Inhalte kommen, die für Free-to-Play-Spieler sehr interessant sind und die Free-to-Play-Spieler schnell weiterbringen. Das ist so meine Meinung. Ich glaube, dass IGG sich da in der Hinsicht ein bisschen gebessert hat. Vielleicht hat unser Video damals wirklich was dazu beigetragen, denn komischerweise kam direkt ein paar Monate später nach dem Video dann ein Update, was wirklich für Free-to-Play-Spieler war, mit diesem, dass man Medaillen in dem Heldenfahrt da, in diesem Helden-Event dann immer bekommen kann von Pay-to-Win-Helden. Komischerweise gab es 12 Monate davor nicht ein einziges Update, wo mal was Vernünftiges für Free-to-Play-Spieler gekommen ist. Und dann nach unserem Video, kurze Zeit darauf, kamen auf einmal solche Updates. Und gerade auch hier dieses Club-Update, wo man dann nochmal extra Prozente kriegt für 10,99 € im Monat, ist ja im Prinzip auch kein wirkliches Pay-to-Win-Update, weil die ganzen Pay-to-Win-Spieler, die interessiert das nicht wirklich. Also komischerweise kamen da dann Updates, die nicht wirklich Pay-to-Win kamen. Also ich glaube, unser Video hatte damals da wirklich was zu beigetragen, aber ist nur meine persönliche Meinung, aber es ist schon sehr auffällig. So. Sag Bescheid, ab wann man Set-Bewertung anfordern darf. Okay, ja, werde ich gleich machen. Ist es empfehlenswert, in Spielen wie Lords Mobile oder Rise of Kingdoms einen starken Account zu kaufen? Jonathan, das ist hier eine Sache, die ist schwierig zu beantworten, weil Accounts kaufen ist verboten. Ja, würde ich dir nicht empfehlen. Es kann passieren, wenn IGG das mitkriegt, dass dieser Account gesperrt wird. Muss ich hier an der Stelle auch sagen.
Wenn es jetzt aber rein vom Nutzenfaktor geht, spart man natürlich mega viel Geld, wenn man einen Account, sag ich mal, in Anführungszeichen geschenkt bekommt. Denn kaufen darfst du ihn ja nicht. Trotzdem würde ich es nicht als meinen Hauptaccount nehmen, diesen geschenkten Account, denn ich bin hier immer ein Freund davon, ich habe Spaß daran, selber einen Account zu erstellen und den hochzuziehen. Und wenn ich dann einen Account von Anfang an habe, der schon ziemlich gut ist, würde ich selber so ein bisschen den Spielspaß verlieren. Das ist aber meine persönliche Meinung und das kann von Spieler zu Spieler anders sein. So. Also, wann kommt das Video? Das Video wird dann direkt einen Tag später kommen. Ich habe noch eine Frage. Wenn ich mich zu einer Trap mache, wo soll ich dann die ganzen Truppen safen? Wenn ich zum Beispiel Free-to-Play bin, woher soll ich die ganzen Schilde kriegen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also, erstens gibt es die Möglichkeit, dass du halt deine Trap dann so hochziehst, dass du vielleicht deine Schatzgrube ein bisschen höher hast und dadurch dann ein paar Gems kriegst pro Monat. Dann kriegst du durch Monsterjagd Gems. Ich habe ja dieses 22 Wege Free-to-Play Gems zu erhalten Video gemacht. Also man kann in einer halbwegs aktiven Gilde auch als Trap so viele Gems kriegen, dass man jeden Tag ein 24-Stunden-Schild kriegt. Du hast hier geschrieben, wo soll ich dann die ganzen Truppen safen? Also Truppen, du wirst bei einer Trap dann so viele Truppen haben, dass du sie nicht safen kannst. Also auf diese Frage gibt es im Prinzip keine Antwort, weil die einzige Option ist für dich Schild. Du musst halt, wenn du nicht online bist, ein Schild ziehen können. Da würde ich dir halt empfehlen, nochmal das 22-Wege-Video, wie man Free-to-Play-Kristalle bekommen kann, anzugucken. Also, man kann sich das ja selber ausrechnen. Man braucht für ein 24-Stunden-Schild jetzt, wir können uns das hier mal angucken, 1500 Gems waren das, glaube ich, oder? Oder ist es mittlerweile billiger geworden? Ist, glaube ich, sogar billiger geworden. Ist es 1000 Gems? Ist ja auch egal. Also, ob ihr jetzt 30.000 Gems oder 45.000 Gems pro Monat braucht, ist egal. Es ist auf jeden Fall Free-to-Play machbar, diese 45.000 Gems, sagen wir mal im schlimmsten Fall, ich glaube es sind mittlerweile nur noch 30.000 Gems, aber ich habe hier, ich kann es gerade nicht einsehen, oder doch, warte mal, ich laber Bullshit, man kann das doch einsehen. Kampf, hier, ja, 1.000 Gems, also die 30.000 Gems kannst du Free-to-Play, wenn du schon ein bisschen, ein paar Monate gezockt hast, ganz easy zusammenkriegen, auch als Trap. So. So, jetzt haben wir aber erstmal ein paar genug Fragen beantwortet. Wie gesagt, das soll hier nur so, ja, ein kleiner Anfang sein mit der Community-Gilde, damit ihr seht, wohin das führen kann. Und vielleicht war doch die ein oder andere Frage dabei, die für euch interessant ist. Jetzt kommt Set-Bewertung. Ich bin gespannt, was der ein oder andere so für ein Set hat. Vielleicht kann uns der ein oder andere noch überraschen. Ich finde es aber cool, dass ihr alle so ein bisschen, ja, am Schreiben seid. Ich grüße ja auch noch mal ein paar. Schöne Grüße Mary Poppins, schöne Grüße Aski, schöne Grüße Yaro, schöne Grüße Goten. Mary Poppins ist hier gerade währenddessen beigetreten. Ja, schön, dass ein paar Leute da sind. Trotz des guten Wetters und trotz, dass ich so eine blöde Uhrzeit ausgewählt habe. Ich werde natürlich in Zukunft auch, gerade bei diesen Events, wenn wir zusammen angreifen gehen und so weiter, werde ich natürlich auch Uhrzeiten am Wochenende auswählen, dass wir dann zum Beispiel sagen, sonntags 18 Uhr, dann gehen wir von 18 bis 20 Uhr gemeinsam angreifen, ein Königreich, und ja, am Ende kriegt dann der Gewinner, der am meisten Kills gesammelt hat, irgendwie 50.000 oder 100.000 Gems von mir, ja. Da werde ich natürlich Uhrzeiten auswählen, wo dann auch jeder können sollte, rein theoretisch. Ist jetzt eine blöde Uhrzeit von mir gewesen, gebe ich zu, aber Leute, ich muss um 17 Uhr grillen. Ey, das tut mir leid, ne? Aber das werdet ihr selbstverständlich verstehen können, oder? So, Ains. Schauen wir uns mal an, was du für ein schönes Set hast. Also, er schreibt einfach nur Set-Bewertung, also hat er jetzt keine Richtung ausgewählt. Sieht für mich schon direkt aus, man sieht es an den Accessoires nach einem Mix-Set. Auch hier gerade Dunkle Herrschaft mit diesem Armee-Angriffs-Boost. Also das ist ein richtig gutes Mix-Set. Du hast jetzt hier auch noch ein Armee-Held mit der, ich weiß gar nicht, wie sie hier heißt, Sturmfüchsin oder so. Das bedeutet, wenn man dich rallyt, gehe ich davon aus, hat man ein riesiges Problem. Ja, hier hast du auch nochmal richtig viele Armeetrefferpunkte drin. Also das ist ein richtig gutes Mixset. Ja, vielleicht würde ich dir empfehlen, mit der Zeit, wenn du den Schädelspalter auf lila machen kannst, wäre das wahrscheinlich sogar noch eine bessere Lösung. Aber trotzdem ist es hier ein sehr gutes Set. Vielleicht dann irgendwann die Angsttrommel dann auch durch den zweiten Pestdauchring eintauschen. Dann hast du zwar sehr viel Kaff verloren,
Aber du hast ja durch den Bestienhelm und durch den Flammenpanzer guten Kraftboost. Aber dadurch, dass du dann Pestauchring drin hast, hast du nochmal diese Armee-Trefferpunkte und so weiter gut eingebaut. Und ja, Pestauchring ist schon für Mixed was Geiles. Oder du machst hier vielleicht noch eine brennende Rolle rein. Aber wie gesagt, das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Dein Mixed ist so perfekt. Damit kannst du locker Rally steffen, denke ich mir mal, wenn du einen halbwegs vernünftigen Truppenaufbau hast. Der Jaro. Infern. So, schauen wir uns das mal an. Hierbei kommt jetzt, also ist alles gerade auch für deine Macht sehr, sehr gut. Ich meine, lila Winterhandschuhe. Wie hast du zum Teufel lila Drachenschatten, heißen die ja, glaube ich, ne? Also, wie hast du die denn hingekriegt? Du bist gerade noch ziemlich am Anfang mit 61 Millionen Macht. Also so ist das nun mal in Lords Mobile, auch wenn du jetzt vielleicht schon 9 Monate gespielt hast oder so. Das Spiel ist schon so alt, dass man auch mit 9 Monate Spielzeit noch quasi ein Anfänger ist. Und ja, ziemlich krass, dass du hier schon so weit bist. Also das ist im Prinzip auch ein perfektes Trap-Set. Ja, ich weiß nicht, ob du vielleicht eine Trap aufbauen willst, ich denke mal eher nicht. Aber mit diesem Set könntest du perfekt trappen. Und das ist für deine Macht eigentlich perfekt. Ich will da jetzt auch gar nicht irgendwelche Tipps geben, weil vielleicht irgendwann mal hier den Helm austauschen durch Sumselhelm dann später auf blau oder durch einen Bestienhelm irgendwann auf blau. Muss man halt gucken. Oder vielleicht wäre hier auch noch die bessere Wahl einen mystischen Bonviante Free-to-Play-Helm. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Aber an sich wahrscheinlich ist das trotzdem besser, weil du hier ja auch nochmal ein paar Armee-Stats kriegst. Ich kann dir da echt keine großen Tipps geben, weil ich würde das Set so weiter erstmal hochziehen. Es ist gut. Und vor allen Dingen beeindruckend für deine Machtzahl. Kriegst du jetzt einfach auch mal von mir, so als Dankeschön, kann ich ja mal machen. Auch wenn es nicht viel ist, aber einfach nur so als Geste für diejenigen, denen ich was schicken kann. Schicke ich mal den guten Einzieher, ein 8-Stunden Speedup, ja. Ich finde es cool, dass ihr hier dran teilnimmt. Ich meine, ich kann jetzt nicht so vielen 8-Stunden Speedup schicken. Ja, ich schicke mal einen 3-Stunden Speedup. Ist zwar im Prinzip nichts, ja, aber in Zukunft werde ich dann auch mit meinem Hauptaccount hier reinkommen. Der hat ja über 200.000 Gems, da kann ich euch auch mal mehr schicken. Aber einfach so, damit ich der Community mal was zurückgebe, gebe ich jetzt einfach mal einen 3-Stunden Speedup. Wie gesagt, in Zukunft werde ich dann da hoffentlich auch mal ein paar 3-Tage-Speedups verteilen können. So, schauen wir uns mal den Hawk an. Was hat er denn Schönes? Er will Mixed. So, jetzt habe ich mich hier schon 8-mal verklickt. Mixed. Ah, Mixed brennende Rolle ist so eine Sache. Also auf Blau natürlich. Auf Gold und auf Mystisch ist es absolut perfekt, brennende Rolle. Aber auf Blau meiner Meinung nach noch nicht wirklich sinnvoll. Ich poste jetzt hier nochmal kurz die Regel. Ah ne, die Regeln poste ich nicht rein. So, ich schreibe aber nochmal kurz. Wer neu ist, komm mal hoch. Rollen für Regeln. Punkt. Bewerte gerade Sets. So. Ja, damit die Leute da auch Bescheid wissen. Also, kommen wir zu der brennenden Rolle zurück. Für mich macht sie erst Sinn ab Gold. Ja. Mystisch vielleicht auch schon, aber meiner Meinung nach Blau auf jeden Fall nicht. Da ist ein Inselrelik auf Gold und auf Mystisch auf jeden Fall besser als so eine brennende Rolle auf Blau. Meiner Meinung nach. Deswegen würde ich dir da empfehlen, die entweder erstmal weiter hochzustufen oder es sogar komplett zu lassen und vielleicht eher diese Teufelzähne in Zukunft dann für den Schädelspalter zu benutzen, weil, ja, ist meiner Meinung nach sinnvoller. Ansonsten, klar, auf Grün sind diese Sachen hier nicht so gut, aber ich denke mal, dass du sie bald auf Blau kriegen wirst und dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, so wie du es hier gemacht hast. Die beiden Sachen kann man nur empfehlen. Auch hier würde ich weiterhin so lassen. Ewiger Kodex, brauchbar auf jeden Fall. Das sind so die Tipps, die ich dir dazu geben kann. Was haben wir noch? Heuleise, Set free to play. Okay, erstmal kriegst du ja auch deinen 3-Stunden Speedup. Wie gesagt, ist nicht viel, aber wird sich in Zukunft auch ändern. Da kann ich mehr geben. Soll einfach nur eine kleine Geste sein. So, Heuleise, was hast du denn hier Schönes? Also, Free-to-Play sagst du, dafür ist das Set aber echt bombig. Das hier auf Gold ist schon ziemlich gut, also wirklich sehr, sehr gut. Gerade auch wegen dem Armee-Trefferpunkte-Boost.
Dann hast du eigentlich alles perfekt gemacht. Ich würde nur die Rüstung austauschen, weil von der bin ich absolut kein Fan. Hier die Rüstung der Schnee, also der Schneebestienviech da, ist absolut, in Anführungsstrichen, will ich es mal so umgangssprachlich ausdrücken, kacke. Dort würde ich dir dann empfehlen, entweder in Zukunft auf Flammpanzer zu setzen, der ist auch Free-to-Play machbar, in ja, mehreren Monaten irgendwann mal auf Lila zu ziehen. Vielleicht wirst du auch, wenn du Pech hast, anderthalb Jahre brauchen oder so, aber ich meine, ist halt ein langfristiges Spiel, Lords Mobile, aber auf Lila, Free-to-Play, der Flammpanzer ist dann schon sehr, sehr gut. Wenn du erstmal eine Free-to-Play-Lösung suchst für den Anfang, würde ich dir halt auch diese Free-to-Play-Rüstung mit Level 40, die, glaube ich, 7% Armeeangriff oder so bringt auf Mystisch, die würde ich dir da empfehlen, irgendwie Rüstung des Abgrunds oder so heißt die. Habe ich aber vorhin schon gezeigt, als wir über das Trap-Set geredet haben. Da schau da nochmal nach, ich will jetzt nicht nochmal in die Werkstatt gehen. Ansonsten auch bei dir derselbe Tipp mit der brennenden Rolle, würde ich gerade Free-to-Play nicht empfehlen, die hochzuziehen. Hier dann noch ein zweites Inselrelik rein oder eine Angsttrommel. Ansonsten, ja, schön. Ich weiß jetzt nicht, ob dieses Messer so viel Sinn macht, aber du willst halt, denke ich mal, auf ja, Inf gehen zum größten Teil. Ja, aber wie gesagt, hier dann vielleicht auch eher eine Free-to-Play-Lösung erstmal auf Gold oder Mystisch reinmachen, als das hier auf Blau. Werden wir mal sehen. So. Bin mal gespannt, wie du darauf reagieren wirst. Schreib mir auch gerne mal, die hier dann auch in der Gilde waren, in die Kommentare zu meinen ja, Bewertungen, zu meinen Antworten auf den Fragen, ob die genügt haben. Ansonsten gehe ich da nochmal in den Kommentaren ein bisschen drauf rein. An alle anderen, ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen, gerade wenn ihr Bock habt, dass wir dann in Zukunft diese Angriffsevents machen und so weiter oder dass ich in Zukunft dann weiterhin solche Community ja, Tage mache, wo wir dann mal zusammen so ein Video wie das hier abdrehen. Wie gesagt, das wird es auch noch in anderen Formen geben, aber da würde ich mich dann halt über einen Daumen nach oben freuen, damit ich sehe, okay, ihr habt Bock auf solche Projekte. So, dann kommt der Champion noch und dann noch zwei Sets und dann werden wir auch auf Gildenvorstellungen noch zum Schluss eingehen. Und dann war das, denke ich, ein erstes ziemlich cooles Video. Also ich bin über die Resonanz echt erstaunt, gerade hier bei dem Wetter. Hat er noch irgendwas dazu geschrieben? Infkaff. So, okay. Ja, also krass, dass du hier Champions-Teile hast. Also du bist auf jeden Fall weit davon entfernt, Free-to-Play zu sein. Kurz und knapp, perfekt. Ja, tut mir leid. Man erwartet natürlich immer, dass man jetzt hier noch irgendeinen Geheimtipp von irgendeinem YouTuber kriegt wie mir. Aber für Infkaff ist das einfach ein sehr gutes Set. Das kann man einfach nicht anders sagen. Schuhe und Schildhand sind natürlich perfekt, da gibt es nichts Besseres für Infkaff, ja. Natürlich gibt es hier auch noch Prüfung des Sturms, aber ich meine, es sind Champions-Teile, da brauchen wir nicht drüber reden. Ah, ja, würde ich einfach so weitermachen. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Ich hätte dir gerne einen Tipp gegeben, aber ist einfach gut. So, ein Set will ich noch machen. Will noch etwas hier, Set-Bewertung. End of Days will noch. Und hier Forschungsset. Forschungsset ist top, aber da kann man auch nichts falsch machen. Ne? Einfach so weiter hochziehen. Gerade auch als jetzt als junger Spieler würde ich vielleicht versuchen, die ein oder andere Free-to-Play-Sache noch auf Mystisch zu kriegen. Mache ich jetzt zum Beispiel nicht mehr, weil ich nicht mehr so viel forsche. Aber gerade bei Spielern, die noch unter 200 Millionen Macht haben und so, die noch sehr, sehr viel forschen werden in ihrer Lords Mobile-Karriere, sage ich mal, da macht es schon Sinn, auch ein paar, ja, feurige Gelb-Gold-Teile dann in sein Forschungsset zu stecken. Feuriges Gelb-Gold kriegt man ja zum Beispiel durchs Gilden-Event oder durch Königreichs-Tycoon oder durch den Lords Cup. Also da gibt es mittlerweile Free-to-Play viele Möglichkeiten, wie man feuriges Gelb-Gold erhalten kann. So, End of Days ist jetzt hier der letzte. Habe ich an dich eigentlich schon, ich glaube an dich hatte ich schon 3 Tage später geschickt. End of Days kriegt jetzt hier auch einer, auch wenn man an seinem Set sieht, dass er diesen 3-Tage-Speed-Up hier definitiv nicht benötigt. Also, hast du sonst irgendwas dazu geschrieben? Nee, du willst einfach nur eine Z-Bewertung. Ja, meine Z-Bewertung für dieses, alter, mystischer Schädelspalter. Mystische Drachenschattenschuhe. 2-mal mystische Pestaufregen. Heftig. Einfach nur herzlichen Glückwunsch von meiner Seite zu diesem Set. Ich werde zu diesem Set auf jeden Fall keine Verbesserungsvorschläge geben. Du hast jetzt auch nicht dazu geschrieben, was für Set, also für was dieses Set sein soll. Ich
denke jetzt mal, es soll full fern sein. Es könnte aber auch, ja, in fern eigentlich nicht, weil ansonsten würde hier die Rüstung nicht so viel Sinn machen. Also es wird wahrscheinlich ein full Fernkampfset sein und das ist mega krass. Also ich denke mal, du wirst weit über 600% haben mit diesem full Fernkampfset, wenn du überall goldene Fernkampfangriffsjuwelen hast. Was ich dir auf jeden Fall zutraue, wenn ich mir dein Set so ansehe. Und dann hast du einfach mal, denke ich mal, so 620% Fernkampfangriff oder 630. Kannst du ja mal in die Kommentare schreiben, was du da so erreichst. Respekt. Nice. Shit. So. Jetzt kommen wir zu euren Gilden. Punkt. Welche Gilde möchte sich vorstellen? Bitte ausführlich mit Kürzel. So, ja, musste ich jetzt leider auch einmal abtippen. Ich hatte jetzt im Vorfeld nicht so viel Zeit, jeden Text. Boah, ich habe Nackenschmerzen. So, jeden Text im Vorfeld ja schon zu formulieren und dann einfach nur hineinkopieren zu können. So, hi, ich bin Kenno aus der Deutschen Gilde GA. Wir haben momentan 7 Milliarden Macht und 64 Mitglieder. Alle Events werden bei uns aktiv gespielt. Bei uns sind alle freundlich und es werden immer neue Leute gesucht. So, er stellt seine Gilde gut vor. Ich bin einfach nur zu dämlich vorzulesen. So, wir schauen uns die Gilde natürlich dann auch jetzt an. So. Zack. 64 Mitglieder, das müsste dann ja die sein hier, ne? Kreller Nachtwache. Warum habt ihr alles auf Englisch? Naja, ich denke mal, damit auch Leute, die nicht deutsch sind, wissen, wer bei euch so am Start ist. Also, erstmal schöne Grüße an euch, schöne Grüße an die Kreller Nachtwache aus Königreich 386. Ich schaue mir jetzt mal so ein bisschen eure Gilde an. Ihr habt auf jeden Fall ein paar starke Spieler. Oha, was ein geiles Voodoo-Set die Flintnuschi hier hat. Man merkt, in der Gilde wird auf jeden Fall auf Humor geachtet. Sonst würde hier die stärkste Spielerin nicht Flintnuschi heißen. Auch hier haben wir ein krasses Monster-Set. Also man sieht, der ein oder andere casht hier. Ich finde es auch ziemlich krass, Geschenk Level 26 für eine Gilde mit 64 Mitgliedern und 7 Milliarden Macht. Das ist schon ordentlich. Und ja, da auf jeden Fall Respekt. Hier seht ihr, bei wem ihr euch melden könnt, wenn ihr euch für die Kreller Nachtwache bewerben wollt, bei der Flintnoshi. Ich werde auch extra eine Playlist für solche Videos erstellen. Also es wird die Playlist geben, das wird jetzt vielleicht nicht direkt nach diesem Video sein, aber in Zukunft werde ich eine Playlist Community Gilde erstellen. Dort werden dann diese Videos wie das hier reingestellt und dort könnt ihr dann auch im Nachhinein dann immer mal Community Videos anschauen und dann auch immer mal wieder vielleicht ein paar Gilden anschauen, wenn ihr auf der Suche nach einer neuen Gilde seid, weil eure Gilde sich aufgelöst hat oder keine Ahnung. Gibt ja immer mal irgendwelche Gründe, warum man die Gilde wechselt. Und deswegen, ja, wenn jetzt hier Werbung gemacht wird für eure Gilde, ist das natürlich für die Ewigkeit, solange es eure Gilde gibt, weil man dieses Video dauerhaft auf meinem Kanal sehen kann. So, schauen wir uns noch ein paar Leute an. Guck mal, Dance of Death können wir uns auch nochmal schön angucken. Scheint ein, meiner Meinung nach, ich will jetzt hier niemanden irgendwie in eine Schublade stecken, Free-to-Play-Spieler zu sein, aber einer, der schon sehr weit ist. Don am Limit, auch hier ein sehr, sehr krasses das ist gar kein Bautempo-Set, ein Sammelset. Ich wollte erst Bautempo-Set sein, weil ich hier vom Nozeros den Helm gesehen habe, auf Mystisch, nicht schlecht. Ja, Los Homos, also ihr könnt auf jeden Fall, das ist immer sehr, sehr wichtig für eine Anfänger-Gilde, dass man zumindest eine T4-Rally vollkriegt, um mal ab und zu Spaß am KVK zu haben, um mal hier sich ein bisschen wehren zu können, um sich mal da wehren zu können. Und man sieht hier, also ihr werdet auf jeden Fall, wenn genügend Leute online sind, eine T4-Rally vollkriegen und das ist immer sehr, sehr wichtig. Ja, schöne Grüße nochmal an euch. Ich schaue mir jetzt mal an, wer sich hier noch so vorstellt. So, bestätigen. Hat hier auch seinen Speed-Up gekriegt. Schönen Grüße nochmal an dich. Heul leiser. Chaotische und humorvolle Gilde sucht neue Mitglieder. Von klein bis groß. Alles dabei.
Wir wachsen gemeinsam und lassen auch das ein oder andere Feuer, ich sehe es schon kommen, er hat das Gildenkürzel, glaube ich, vergessen, Feuer entfachen. Gemeinsam Aktionen mit anderen Gilden sind auch immer mal am Start. Hast du Lust und Spaß am Spiel und weniger Zwang, hast mindestens 15 Millionen Macht und bist regelmäßig aktiv, dann bist du hier richtig. K437 Lichtfeste. Also, ich werde jetzt nicht irgendwie die Königreiche durchsuchen und an Lichtfeste gucken. Ich habe extra geschrieben, schreib das Kürzel dorthin. Du hast es nicht getan, tut mir leid. Aber für diejenigen, ihr könnt euch ja dann mal, wenn ihr das Video anschaut, mal in K437 die Lichtfeste anschauen und mal schauen, welche deutsche Gilde dort ist. Aber ich werde das jetzt nicht machen. Hallo, ich bin Aski aus GG. Gemeinsam gut A. Ist das echt der Name? Werden wir ja gleich sehen. Haben zurzeit fast 12 Milliarden Macht und über 80 Mitglieder. Genaue Anzahl weiß ich nicht. Wir sind eigentlich eine sehr aktive Gilde. Ja, schauen wir uns die Gilde GG mal an. So. Wie war das groß? Ich weiß gar nicht mehr. Muss nochmal schauen. Großes G, Bindestrich, kleines G. Zack. Großes G, Bindestrich, kleines G. Bin ich mal gespannt, wer das hier ist. 95 Mitglieder. Gemeinsam gut A. Ich finde es auch irgendwie so chillig, wenn man einfach so keinen Sinn hat im Namen, ne? Wenn man sich einfach so denkt, so, ach komm, ich nenne das jetzt einfach irgendwie und es trotzdem anscheinend gut funktioniert. Ich meine, 95 Mitglieder, nicht schlecht. Wir sind eine Familie und Freunde. Wir freuen uns über aktive Krieger, die Deutsch sprechen. Zurzeit leider voll. Anfragen werden gelöscht. Ja, das stimmt ja nicht ganz, ne? Ihr habt 95 von 100. Macht Minimum 100 Millionen Macht. Das ist auch schon mal ordentlich. Also ihr seid auf jeden Fall ambitioniert. Schauen wir uns mal hier die einzelnen Spiele an. Auch hier sieht man schon, der ein oder andere Euro geflossen, auch goldener Payheld. Ich meine, dass ihr eine T4 Rally vollkriegt, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, das ist klar. Er möchte auf jeden Fall nicht viel mit Krieg zu tun haben. Da frage ich mich dann wieder, warum? Also an der Stelle wirklich, muss ich ehrlicherweise mal sagen, wie gesagt, ist nur meine persönliche Meinung, aber dass du dir ein Armeeheld gecasht hast, ist einfach sinnlos, ganz ehrlich. So, Wotan, schöne Grüße an dich. Ich glaube, dich habe ich auch schon mal gehört. Ja, ich weiß nicht, ob wir mal zusammen in einer Gilde waren oder in irgendeinem Video oder in den Kommentaren habe ich schon das ein oder andere Mal deinen Namen gelesen. Oh, ziemlich krass hier. Ja, drei brennende Rollen auf Lila, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, also wenn ihr Bock habt, Königreich 300, die Gilde GG ist momentan angeblich voll, aber ich denke mal, ihr könnt euer Glück versuchen, wenn ihr eine neue Gilde sucht. Schöne Grüße an euch auf jeden Fall. Sieht nach einer sehr aktiven Gilde aus, gerade wenn ihr euch das, wenn ihr das auch noch selber aufs Board schreibt, dass ihr des Öfteren voll seid. Scheint das sehr gut bei euch zu funktionieren. Freut mich zu hören, dass es da deutsche Gilden gibt, die da ziemlich gut vorankommen. Ja, man sieht hier auch, Gilden-Showdown scheint sie keinen Wert drauf zu legen, aber das machen viele Gilden nicht. Ja, so besonders sind die Belohnungen beim Gilden-Showdown jetzt auch nicht. Weil ansonsten mit 12 Milliarden Macht und den Spielern, die ihr habt, könntet ihr auf jeden Fall weiter sein als Gilden Showdown Level 9. Und ja, hier seht ihr auch, in welchem Gilden-Event-Liga die sind. Also ja, bewerbt euch bei der Gilde. Schöne Grüße an euch nochmal. So, Heu Leise habe ich, glaube ich, schon es wieder gegeben. Ich gebe den ASCII jetzt... Okay, das scheint ein neuer Account zu sein. Den hat er vielleicht jetzt nur gemacht, um in die Gilde zu kommen und seine Gilde vorstellen zu können. Da werde ich jetzt keinen Speedup verschwenden, ihn zu schicken. Mary Poppins, hallo. Ich möchte die Gilde TVR, auch bekannt als The German Destroyer. Ja, weil es das erste Mal ist, mache ich mal eine Ausnahme. Also ich wünsche mir natürlich schon, dass ihr da ein bisschen mehr Beschreibung zu schreibt. Ne? Also vielleicht, was eure F4s sind, warum ihr das und das macht, was euer Hauptaugenmerk ist. Also ist euer Hauptaugenmerk KVK, ist euer Hauptaugenmerk Gilden-Event, ist euer Hauptaugenmerk erstmal wachsen. Wollt ihr in einem etwas neueren Königreich oder in einem etwas älteren Königreich vielleicht mal das Wunder holen? Was sind so eure Ziele, dass ihr da einfach mal ein bisschen schreibt, damit ich eure Gilde auch besser vorstellen kann? Weil es wird sich jetzt wahrscheinlich niemand bewerben, nur weil ich jetzt einfach die Gilde TGD zeige. Ne? Also man muss auch schon etwas dazu schreiben, ansonsten wissen die Leute ja nicht, die sich bei euch bewerben,
was sind eure Ziele, stimmen die mit den Zielen überein, die die Leute selber haben, die gerade eine neue Gilde suchen. Ich werde deine Gilde jetzt trotzdem mal kurz zeigen und einmal schöne Grüße da lassen, aber an sich wird es dir nichts bringen, weil sich wahrscheinlich niemand bewerben wird, weil er nicht weiß, was mit eurer Gilde ja los ist, ne? Worauf die Augen, was euer Ziel ist so. Aber von mir hier schöne Grüße an The German Destroyer, ist auf jeden Fall ein cooler Name. Wir lesen uns einmal kurz die Gildentafel durch. Willkommen bei The German Destroyer im Königreich 464, also ein sehr neues Königreich. Bei uns erwartet euch ein gutes Miteinander, tägliche Dunkelnester, Geschenke durch Monsterkills, jederzeit Hilfe. Diplomatie sind diejenigen, die hier aufgelistet sind. Ich kann die meisten Namen gar nicht aussprechen. Ihr solltet aktiv, loyal und deutschsprachig sein und Laien haben. Bewerbung ab 50 Millionen Macht. Bitte an R5 Wildkatze. Anfragen ohne Bewerbung werden abgelehnt. So, ja. Das ist hier die Gilde TGD. So. Also ich komme aus der Gilde Wolfsrudel der Nacht. Ich glaube, die habe ich auch schon gehört. Ist auch ein cooler Name. Wir sind eine sehr nette und... eine sehr nette Gilde mit cooler Führung. Entschuldigung, dass ich heute solche Sprachprobleme habe. Ich muss am Wetter liegen. Und allgemein coolen, lustigen Spielern. Wir sind in Königreich 211 und wollen bald kämpferisch aktiv werden. Wenn Interesse besteht, einfach PN an R5 und oder R4. Das ist doch schon mal eine ja, gute Vorstellung. Wir schauen uns die Gilde jetzt auch nochmal an. WDN. Ich werde danach jetzt noch eine Gilde vorstellen. Und ich denke mal, das reicht dann hier als erster Test. Wie gesagt, für diejenigen, die jetzt nicht drangekommen sind, es werden auf jeden Fall noch weitere Videos folgen. Aber das soll jetzt hier einfach nur so ein erster Einstieg sein. Ich hatte da einfach richtig Bock. Das habe ich falsch eingegeben. Ich kann mir nicht mal drei Buchstaben merken oder was. WDN. Was mache ich hier? Das Wetter, Leute, das Wetter. So. Ach, weil ich die Klammern dahin gemacht habe. Oh, ich Vogel. Na, ich bin durcheinander. So, WDN. Spanisch gibt es hier auch. So, Wolfsrudel der Nacht. Schauen wir uns das mal an. Schöne Grüße an euch auf jeden Fall. Ich sehe immer voll die hohen Geschenklevel, obwohl ihr noch gar nicht so viele Mitglieder alle habt. Wie macht ihr das? Wahrscheinlich habt ihr Gilden übernommen, oder? Oder habt ihr echt von Geschenklevel 1 angefangen und seid jetzt schon, obwohl ihr noch relativ klein seid und wenig Mitglieder habt, schon auf Geschenklevel 22? Respekt an eurer Stelle, Respekt. Krankes Voodoo-Set. Respekt. Was haben wir hier noch so Schönes? Also auch ihr, das ist auch immer wirklich sehr, sehr wichtig. Ich kann es nur immer wieder betonen. Ihr seid auch kurz davor oder könnt es schon, eine T4 Rally vollzukriegen. Auch das ist sehr, sehr wichtig für eine junge Gilde. Ihr seid aber in Königreich 211. Da wurde gerade, glaube ich, was anderes geschrieben. Aber ich wünsche euch viel Erfolg. Ich hoffe, es bewerben sich ein paar bei euch. Man sieht auch, dass ihr nicht nur Deutsch spricht. Das kann auch sehr interessant sein für den einen oder anderen. Viele haben zu mir auch gesagt, sie nutzen Lots Mobile auch, um Sprachen zu lernen. Da war ich manchmal echt verblüfft. Also die gehen gerade in einen Sprachkurs, weil sie, keine Ahnung, nach Spanien auswandern wollen, sage ich mal. Ne? Und gehen dann in eine spanische Gilde. Ja, das kann natürlich auch sehr interessant sein. Wenn ihr euer Englisch aufbessern wollt, aber trotzdem zwischendurch Deutsch schreiben wollt, sind solche Gilden auch interessant. Also man muss nicht in eine rein deutsche Gilde wechseln. Für mich war das immer ein Muss, weil ich halt selber ja keine Lust habe, immer zwischen Englisch und Deutsch zu switchen. Ja? Und weil es dann auch immer umständlich ist, weil man die Runden jetzt dann immer in Englisch und in Deutsch verfassen muss, weil der Übersetzer meistens nicht so gut funktioniert. Deswegen war für mich immer wichtig, eine rein deutsche Gilde. So, eine Gilde machen wir noch. Und dann schauen wir mal. Bin gespannt, wie das Video bei euch ankommt. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, diese Fragen zu beantworten. Ich denke, es waren noch ein paar sehr interessante Fragen dabei. Gerade die Frage mit dem Infanterieangriff und Armeeangriff. Da bin ich gespannt, ob ihr da ein Set sehen wollt. Erstmal kriegt der schattige Typ jetzt hier noch ein 3-Tage-Speed-Up von mir. So. Die Leute haben auf jeden Fall das Spiel verstanden hier. Die stellen ihre Frage, Set-Bewertung, Gildenvorstellung und dann gehen sie wieder aus der Gilde raus. Genau dafür ist die Gilde da. Freut mich, dass das jetzt so langsam angekommen ist, wie die Gilde zu verstehen ist. Also die Gummibärenbande schauen wir uns jetzt noch mal an. GBB. So. Das werde ich mir jetzt hoffentlich gemerkt haben. GBB.
So, die letzte Gilde für heute. Schöne Grüße auf jeden Fall hier an die Gummibärenbande, auch schon Geschenk Level 26. Leute, gibt es überhaupt noch Free-to-Play-Spieler in Lords Mobile? Das ist echt krass. Teamplay aktiv und chaotisch, das klingt sehr gut. Hast du die Eigenschaft, hast über 50 Millionen Macht und bist der deutschen Sprache mächtig, dann zögere nicht und bewerb dich. So, das ist doch meine Ansage. Schöne Grüße an euch auf jeden Fall. Auch hier sieht man, ihr seid schon etwas weiter im Gilden-Showdown. Für eine 6 Milliarden-Gilde, Gilden-Showdown Level 10, ist nicht schlecht. Ja? Aber ich werde deinen Namen jetzt nicht sagen können, aber ich finde es krass, dass sowas nicht zensiert wird. Aber man merkt, hier ist auch auf jeden Fall Humor dabei. Schöne Grüße an dich, Ober. Auch ein geiles Set. Man sieht hier, ihr werdet auf jeden Fall einen Rallye-Leiter haben. Auch wenn das jetzt natürlich kein High-End-Set ist, aber das reicht mal, um eine Rallye zu machen. Eine T4-Rallye kriegt ihr auch ganz easy voll, so wie das aussieht. Der Putty ist auch weit davon entfernt, Free-to-Play zu sein. Auch der kann hier die ein oder andere Rallye starten. Sehr schön, das ist sehr, sehr wichtig. Und ich wünsche euch viel Erfolg, hoffe, es bewerben sich ein paar bei euch. Und ja, freut mich zu sehen, dass es so viele, ja, kleine deutsche Gilden gibt, die trotzdem, sage ich mal, eine T4-Rallye voll kriegen können, die trotzdem aktiv sind, ja, die Spaß noch am Spiel haben, obwohl sie nicht voll sind. Ich kann euch aber trotzdem nur empfehlen, als abschließendes Wort hier vielleicht, fusioniert vielleicht trotzdem mit der ein oder anderen deutschen Gilde. Ja, viele deutsche Gilden haben 40 oder 50 Mitglieder. Ja, wenn die zusammen fusionieren, haben sie eine aktive deutsche Gilde. Es ist einfach schade um das Geld, was man auch in dieses Spiel hineinsteckt. Und es ist auch einfach schön, neue Leute kennenzulernen und vielleicht mal, ja, ein bisschen weiter bei den Events zu kommen. Ich kann es verstehen, dass man seine Truppe oder seinen Namen vielleicht nicht aufgeben will. Wenn man fusioniert, muss man auch immer ein paar R4-Positionen an die andere Gilde abgeben. Vielleicht muss man sogar seinen R5 abgeben. Ja, das sind alles immer Sachen, die nerven. Aber ich kann euch es wirklich nur ans Herz legen. Tut euch zusammen, ihr deutschen Gilden, damit ihr selber noch mehr Spielspaß habt. Und ja, quasi nicht so viel Geld investieren müsst, um schneller voranzukommen. Ja. Ansonsten war's das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das war ein erstes interessantes Video hier für euch zu der Community-Gilde. Ich wünsche euch schöne sonnige Tage, die jetzt ja kommen oder die jetzt auch gerade sind, wenn ihr das Video schaut. Gebt dem Video, wie gesagt, einen Daumen nach oben, damit ich sehe, dass ihr Bock habt auf die kommenden Community-Events. Ansonsten wird es natürlich jetzt nicht irgendwie jede Woche so ein Community-Video geben. Das sollen so Specials sein. Und es wird weiterhin ganz normal Kriegsvideos kommen, es werden weiterhin ganz normal Tipps und Tricks-Videos kommen, Update-Videos kommen und so weiter und so fort. Was mir halt so auf der Seele rumschwirrt. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ciao Leute und bis zum nächsten Video.